Fiat hat seinen 500X, also den Crossover oder auch Allrounder der 500er-Reihe, aufgefrischt. Technisch ganz ordentlich, optisch ein bisschen. Neu sind die grauen Intarsienplastiken an den Stoßfängern, 16 Zoll Leichtmetallräder sowie die in Wagenfarbe lackierten Abdeckkappen der Außenspiegel. Ja, und noch ein paar Karosserieakzente in Chrom. Das war's dann auch schon. Das X beim 500er deutet ja sowas an wie Allrad und Offroad. Aber in diesem Fall ist das mit dem X eher nix. Es gibt einzig die Version mit dem großen Dieselmotor als Allradler. Alle anderen Modelle haben Frontantrieb. So auch unser frischer 500er X, der mit dem stärksten Benziner ausgestattet ist, den es in der Modellreihe gibt. Der liefert 150 PS aus seinem Vierzylinder mit nur 1,3 Liter Hubraum. Unser Testwagen wandelt seine Kraft per Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe in Vortrieb um. Das automatische Getriebe an sich schaltet gut, schnell und meistens im richtigen Moment. Allerdings fällt eine kleine Anfahrschwäche auf. Es dauert einfach einen Tick zu lang, bevor die Anfahranordnung auch ankommt an den Rädern. Das ist gerade im Stadtverkehr etwas gewöhnungsbedürftig, beim Wenden sogar recht gewöhnungsbedürftig. Das Fahrwerk bietet keinen Erlebnismehrwert, aber es passt zum Auto. Eher etwas zu hart als zu weich gefedert, fährt er locker über alles, was ihm so unter die Räder kommt. Insgesamt unaufgeregt, solide und somit gewissermaßen überraschungsfrei. Die technisch ganz ordentliche Auffrischung kommt mit den neuen Benzin- und Dieselmotoren alle nach Euro 6 D-Temp. So sind die neuen Benziner nicht nur mit Turbos ausgerüstet, sondern zudem mit einer elektrohydraulischen Einzelventilsteuerung. Sie sollen sparsamer und leiser sein als die Vorgängermodelle. Sauberer sind sie auf alle Fälle, denn die Benziner kommen mit Topf, also OPF mit Otto-Partikelfilter. Fiat nennt das die nächste Generation von Benzinmotoren und hat ihnen den Namen Firefly gegeben. Verwirrend, denn die deutsche Übersetzung Leuchtkäfer erinnert zu sehr an VW und das Glühwürmchen zu sehr an Glühkerzen. Die Diesel gehören aber nicht zur Gattung der Feuerfliege. Die Selbstzünder kommen selbstredend mit dem jetzt üblichen SCR-Cut, was der Laie am Einfüllstutzen für AdBlue erkennt und damit weiß, auch 6D-Temp. So ein X in der von uns gefahrenen Cross-Version gibt es ab rund 24.000 Euro. Der 2 Liter Diesel mit Allrad kostet mindestens 27.200 Euro.